Heute melde ich mich mal vom Fuße der Burgruine von Zamora. Das ist eine Stadt in Nordwestspanien. Ich habe selber vorher von ihr noch nie gehört und ja, hat nicht viel zu bieten, mal abgesehen von dieser hübschen Ruine, wo da hinten mein Fahrrad und mein Fressequipment steht und da habe ich jetzt meine Mittagspause verbracht. Ja, da bin ich wieder. Ne? 66 Kilometer hinter mir. Gestern schön auf dem Feld geschlafen und heute Nacht war es da richtig arg kalt. Also in meinem Schlafsack war es gut warm, aber meine Nasenspitze ist mir fast abgefroren. Also da war ich kurz davor, dass sich da Eiszapfen gebildet haben. Aber so ist es, ne? In einer Gegend, wo halt viele Felder sind und kein Grün, also so wüstenartig, ist ja fast schon stereotyphaft. Dass man sagt, in der Wüste ist es nachts fast unter Null, ne? Ja, so ist es hier halt auch. Und da, wo ich jetzt mein Fresscamp aufgeschlagen habe, da in der Sonne zu sitzen, war auch nicht die klügste Entscheidung. Da muss ich mal gucken, was ich in Zukunft mache. Weil zum Anfang ist es ganz nett, in der Sonne zu sitzen, weil die Durchschnittstemperatur hier mit unter 20 Grad doch relativ kühl ist. Also wenn man im Schatten sitzt, so wie da, wo ich jetzt sitze, ist es jetzt nicht so mega angenehm, aber wenn man eine Weile in der Sonne sitzt und dann dazu auch noch kocht, dann fängt man im wahrsten Sinne an zu kochen. Und das ist nicht so schön. Ja. Ansonsten ist hier noch eine relativ stark befahrene Straße. Ja, naja, so richtig verstehe ich die Logik dieser Ruine hier nicht. Also so besonders wertschätzend tun die Zamoraner das offenbar auch nicht. Ich habe abermals die Siesta nicht bedacht und habe jetzt kein Wasser mehr und muss also bis um 5 warten, bis hier die Geschäfte wieder aufmachen, was noch ungefähr so eine Dreiviertelstunde ist. Weil außerhalb der großen Städte und der Supermärkte kann man echt kein Wasser kaufen. Also, naja, kann man schon, aber zahlt man halt den Preis. Ich habe vorhin eine Flasche Wasser gekauft an der Tankstelle, weil im Grunde genommen keine Stadt und kein Geschäft irgendwie auf dem Weg jetzt war. Zumindest nichts, was mir die Apps angezeigt hätten. Und dann zahlst du halt für eine 1,5 Liter Flasche 1,50 €, ne? Und das gilt es zu vermeiden, wenn man auch 6,5 Liter für 50 Cent bekommen kann, was hier sowohl der normale Preis ist. Generell ja so in Ländern, wo die Trinkwasserversorgung, die städtische oder die staatliche Trinkwasserversorgung nicht so gut ist, beziehungsweise alles übel geklort ist und die Leute deshalb ganz viel Wasser einkaufen für sich privat zum Trinken, ist das Wasser relativ günstig. Also wenn ich mal überlege, ich glaube, die günstigste 1,5 Liter Pulle in Deutschland kostet so 25 Cent. Also darunter geht eigentlich nichts. Und das ist hier auf jeden Fall, wenn man es in größeren Mengen kauft, auf jeden Fall deutlich billiger pro Liter. Ja, und an der Stelle will ich mich mal bedanken für all die lieben Nachrichten und Zusprüche, die ich von euch bekomme. Ist schön, dass ihr daran teilhabt. Ist schön, dass ihr meine Videos guckt. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass ihr auch so eine Reise macht, ne? Weil, der Großteil der Leute, die das hier gucken, werden wahrscheinlich meine Verwandten sein, meine liebe Familie, die ihren Hintern relativ wenig hochbekommen, ne? Also, als wir noch Kinder waren, da sind wir, ich glaube, 2-mal in Urlaub gefahren. Also so bis in meiner kompletten Kindheit und Jugend war ich 2-mal im Urlaub. Einmal waren wir in Bayern, relativ kurz, nachdem die Mauer gefallen ist und damit er endlich mal im Westen ist, ne? Und dann sind wir nochmal an die Ostsee gefahren für eine Woche oder irgendwie so. Jeweils mit meinen Cousins und meinen Geschwistern und meiner Tante. Und das war schön. Und das war einzigartig im wahrsten Sinne des Wortes.
Nee, Reisen ist toll. Reisen bildet. Man lernt die Menschen kennen. Man lernt die Kulturen kennen. Man merkt, dass überall nur mit Wasser gekocht wird. Überall sind die Menschen irgendwie doch gleich. Die haben ja alle ihre, in den verschiedenen Regionen der Welt haben alle ihre Eigenarten, aber die grundlegenden Dinge sind dann doch überall dieselben. Und ja, deshalb kann ich nur jeden von euch dazu motivieren, auch loszufahren. Es muss nicht viel Geld kosten. Also, ich meine, und selbst wenn es nur ein gekaufter Trip für eine Woche irgendwo hin ist, mit einem Pauschalreiseunternehmen, es ist immer noch alles, alle Male besser als die Stadt nie zu verlassen. Und wenn ich mal überlege, es gibt so viele Leute, die immer sagen, ach, wenn ich nur ein Auto hätte oder wenn ich doch einen Führerschein hätte, dann würde ich mir das Auto schnappen und dann würde ich irgendwo hinfahren. Und dann kann man das beobachten, dass die Leute irgendwann einen Führerschein haben und ein Auto haben und die fahren nie irgendwo hin. Es wird nie irgendwo hingefahren. Es gibt immer Gründe, warum die Leute da bleiben, wo sie sind. Und das ist sehr schade. Es gibt auch im Umland von Berlin gibt es so viele Sachen, so viele tolle Sachen zu entdecken. Man kann nach Polen fahren, es ist nicht sehr weit. Tschechien liegt 250 Kilometer entfernt, 350 Kilometer entfernt ist Prag. Also, naja, ihr seht an meiner Reise, man kann auch mit dem Fahrrad innerhalb kürzester Zeit viele tausend Kilometer zurücklegen. Bin jetzt bei, naja, so ungefähr 2600 Kilometer. In Radstrampeltagen sind es ungefähr 35. Lasset 40 sein, irgendwas in dem Dreh, den Rest habe ich in Hostels verbracht. Und das hat nichts gekostet, ne? Das ist mein Lebensunterhalt, den ich hier bestreite, der ist ungefähr so teuer gewesen, wie jetzt, wie wenn ich zu Hause bin. Und dadurch, dass ich meine Wohnung untervermietet habe, habe ich quasi keine laufenden Kosten zu Hause, ne? Kann quasi alle Geld. Also, gebt nicht unnötig Geld aus. Und naja, ich will nicht sagen, dass ihr das auch machen müsst. Ne? Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die schätzen ihre Privatsphäre und die wollen ja nicht. Naja, die müssen das mit einkalkulieren. Kann ich schon verstehen. Also, ich denke jetzt so speziell an meinen Cousin und seine Familie und ihre kleine Wohnung, da das jetzt unterzuvermieten oder so herzurichten, dass man das nutzen kann, während dass andere Leute das nutzen können, während man selber unterwegs ist, das verstehe ich, dass das nicht geht. Aber nichtsdestotrotz kann das nicht ein Grund dafür sein, dass man nie aus Berlin rauskommt, dass man nie von da wegkommt, wo man wohnt. Naja, das ist so ein Schutzvorwand, den ich nicht gelten lassen will. Das Geld kann tatsächlich nicht der Grund sein. Wenn man sich damit darüber unterhält und wenn man darüber liest, warum Leute nicht wegfahren, hier gibt es ja wirklich relativ viele Gründe, ne? Aber tja, was ist der Hauptgrund? Was ist der Hauptgrund, ne? Das ist irgendwas in uns. Das ist irgendwie die Angst vor Veränderung vielleicht. Die Angst, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Ich glaube, damit hat es ganz, ganz viel zu tun. Das ist so, naja, die Komfortzone, ne? Das ist so ein, dass man sich so einigelt in das, was man so sich als Leben zurechtgelegt hat und verreisen torpediert ist. Und das ist auch gut, dass es das torpediert. Weil man dadurch eben seinen Horizont erweitert. Aber man muss dafür bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen. Veränderung kommt nur, wenn man sich aus seinen gewohnten Mustern entfernt. Ein wichtiger Grund, warum ich überhaupt reise. Gibt aber auch noch viele andere. Naja, jetzt habe ich hier wieder reingeschwafelt in das Gerät. Aber ich freue mich, das Wetter ist gut, ich habe gute Laune, ich habe immer gute Musik im Ohr. Und ich würde mich übrigens riesig freuen, wenn ihr einen Tipp habt für Hörbücher oder irgendwie sowas, was ich noch auf dem Weg hören kann. Naja, so long, lasst es euch gut gehen. Ich lasse mir jedenfalls gut gehen.